So, es geht los hier. Loser Semis. Schatten der Nacht SDN mit Kirby gegen Ripus alias Endpunkt spielt jetzt Rosalina. So, das ist auch ein spannendes Matchup hier. Das haben wir schon mal des Öfteren gesehen, aber irgendwie auch nicht zu oft. Daher werden wir sehen, was hier abgehen wird. Na, Susu! Okay, Luma ist weg. Ripus schön am Weglaufen. Ein Grab-to-Back-Throw. Na, das wird so ein Match, wo die sich nur so ganz langsam prozent. Oder sie ballern sich unnormal heftig. Ah, Okay. Nicer Down-Air, was auch immer, mit Luma. Okay, die Abi wird nicht gepunished vom F-Smash. Weiß nicht, ob das geht, aber eigentlich schon. Vielleicht war die Hitbox perfekt aufeinander geklincht, Alter, geklincht, Alter. Okay, Grab wird gepunished. To up, ja. Entweder True Combo oder... Ja. Sowas in der Art, ne? Boah, Luma wird so heftig weggekickt, ey. So ein F-Smash in seinen Kopf. 100% für Rosalina. Ripus ist schön am Campen. Sehr schön. Campen ist immer schön. Und die Down Air trifft natürlich wunderbar in seinen Kopf. Oh, beide rollen einfach nach rechts. Als. Okay, Luma macht ein bisschen sein Shield kaputt. Auch noch alles drin. Ripus immer noch mit zwei Stocks. Eine Up-B auf die allerrechteste Plattform. Plattform. So, okay. Luma befreit Rosalina aus dem Grab von Kirby. Und ein Up-Throw to gar nichts. Beide STN hat gut reagiert hier. Aber er kommt da wirklich nicht durch die Mauer durch. Er hat zwar Luma jetzt weggekickt, und das war's auch. Oberste Plattform, guter Assist hier. Ah, Rosalina ist zurück hier mit Luma in der Hood, in der Hood. Destruction. Und 1-0 für Ripples. 1-0. Achso, nee. Gegen ihn oder gegen ihn? Ja, so, ja. So ein Scheißopf, weil du dich 140 drückst. So, zweites Match geht auf Lilith Cruz. Bitch. Alles gut hier soweit. Ein Dash Attack von der Rosalina. Und ein F-Smash von Kirby. Warum nicht, denken Sie sich? Okay, hier kommen die Kirby-Kombos an den Start. Und eine Back Air, die auch ziemlich heftig ist. Und auf jeden Fall stärkste Aerial von Kirby. Das ist ja klar, ne? Jab, 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 jab. Prozente sind leicht even, wobei SDN noch führt, aber Ripus holt auf, ganz langsam aber sicher. Wow, Downer hat ihn so irgendwie richtig gefreezed, Alter, und dann gab es Luma Schelle nochmal und Down Tilt und schon ist Ripus in Führung hier. Wird er sich, oh okay, ein F-Smash. Jetzt ist SDN ein bisschen heftig am Rollen, aber er geht einfach auf richtig egal, auf Rosalina zu und grab sie. Grab, grab, grab. Bra, 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 bra. Komm, tell, tell, und komm, da, mein Junge, und da, so da. Alles gut, geil.
Wow, ein F-Smash, ein Up-Smash wäre gekommen. Aber Repos kontert hat mit Jab, 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 Down-Smash. Riskanter Roll. Kirby steht im Shield, versucht Luma wegzukicken, hat er auch geschafft. So, wird er jetzt. Nee, wird er nicht. Ein perverser Taunt von. Wow, einfach unter der Plattform durch, nice. Shit, man. Und der Up-Throw. Wow. Alter. Normal mit 4% gleich nach oben geflogen. Nice, DI. Brawl war besser. Wow, riskant, riskant. Ist halt Lilith. Oh, Luma befreit wieder aus dem Grab heraus. Die Back Air wird es tatsächlich machen. Alles even hier. Beide ein Stock. Und die Dash Attack. Oh, okay. Ein bisschen Shield Pressure hier von der Rosalina. Mit einem guten Lead hier. Knappe 50%. Wow. Also jetzt auf jeden Fall. Und das ist ziemlich spannend hier. Das geht, das geht. Okay, zweimal F-Throw, wie wir gerade gelernt haben. Glaube ich. Immer noch, ich weiß nicht genau. Okay, die ganzen Grabs haben ihn auf jeden Fall zu 50% gebracht. Und noch ein paar Hits dazu. So, jetzt ist Rapos wieder an der Edge. Wie wird er ihn rauflassen? Erstmal gar nicht. Jab, jab, jab. Bringt Kirby wieder weg. So. Und der nächste Jab, Jab, Jab. Haut ihn wieder weg. So, wird Kirby jetzt irgendwie rauskommen können? Boah. Alter. Und wieder. Der Jab, Jab, Jab hat geklärt. Das war auch Jab, 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 ne? Jab, Jab, Jab. Das war Jab, 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 ne? Dritte Mal hintereinander hat ihn dann doch irgendwann mal rausgehauen. Kann ja auch mal sein. Ja, oh, oh. So. SDN bei der Entscheidung, welchen Char er nehmen soll. Er wird zu Cloud picken. Repos bleibt bei Rosalina. Ja. Er steht 2-0. Und sie gehen auf Battlefield. Oh, Limit wird aufgeladen. Repos schleicht sich ganz langsam ran. Sind jetzt alle gespannt, wie. Gyros, wo das denn? Ah, auf jeden Fall. Geht hier zurück, weiter. Okay. Ersten 30% für Rosalina, wie sie kassiert hat. Oh, Down Air to Fair Luma. Komische Sachen hier auf jeden Fall, die der rauszaubert. Kennen wir natürlich schon. Oh. Okay, das war schon ziemlich krank geredet, aber falsche Seite. Oh, er rollt einfach in den rein. In den rein, ey. Upsmash, Upsmash. Oh, geredete Up Air. Auf jeden Fall nice. So, wow. Die Fair trifft einfach und haut Luma einfach mal mit weg. So, die Frage ist, wie wird er jetzt raufkommen? Okay, er wird gleich gegrabt dafür. Okay. Spannende Sache hier. Und das wird auf jeden Fall ein Grab. Ja, Back Throw. Und, das war auf jeden Fall die slow-mo-stere Reaction, die ich in meinem Live gesehen habe. Und ein Backthrow wird es noch nicht machen. Ja,
Ich weiß nicht, ob ich das so erlaubt habe. Okay, jab, jab, jab to dead. Ist dir das das wert? So, wird Repos noch ein bisschen Lead auf, ausbauen können? Ja, auf jeden Fall. Schatten der Nacht ist leider. Boah, so viel Pressure von Luma. Nicht zu glauben, ey. Oh, da ist das Limit weg und es wird nicht gepunished. Punished. Ray Razor Ropers. Spielt sein Game ziemlich gut. Hält, klaut immer auf Abstand, so dass mit dem Schwert nicht durchkommt. Oder mit irgendwelchen anderen Attacken. Luma carried hier ordentlich. Und er space und wartet und wartet. Oh. Nicer Air Dodge. Oh, Upsmash, das wird's gewesen sein. 3-0 für Rapo.